Herzlich willkommen hier aus der Sporthalle in Hamburg. Der HSV verliert knapp gegen MT Melsungen, gegen deine alten Jungs. Herzlich willkommen, Jan Forstbauer. Schön, dass du da bist. Wie war es gegen deine alten Jungs? Ja, es hat mich natürlich sehr gefreut, die jetzt wiederzusehen. War natürlich jetzt nicht so eine lange Zeit, das, was wir das letzte Mal gesehen hatten. Aber ist natürlich immer, wenn man die alten Kollegen sieht, ist immer was Schönes. Dennoch ging es praktisch hauptsächlich. Hast du dich schon eingelebt bei den Neuen? Das auf jeden Fall, ja. Also es ist... Wir sind jetzt erst die zweite Woche, oder die zweite Woche ist jetzt zu Ende gegangen. Aber das klappt schon sehr gut, denke ich, wie man das heute gesehen hat. Das war jetzt so, glaube ich, nicht zu erwarten, dass wir so gut gleich zusammenspielen. Das Spiel kommt dir auch ein bisschen entgegen, so habe ich den Eindruck. So weit nach vorne, immer schön Power und so. Nein, das macht einfach Spaß, so zu spielen. Ich denke, man hat gesehen, dass wir versucht sind, jeden Angriff schnell nach vorne zu spielen. Das, natürlich, wir haben jetzt natürlich im Vergleich zu Melsungen oder anderen Spielen vielleicht jetzt nicht die großen, schweren Jungs. Da müssen wir über andere Attribute kommen, wie zum Beispiel Schnelligkeit, Kampf und Einsatzwille, und ich denke, das haben wir heute ganz gut gezeigt. Wie plant Coach Jens Häusler mit dir? Was hat er dir so gesagt? Wir haben jetzt noch nicht so im Detail drüber jetzt, gesprochen, aber das ist auch jetzt erstmal so schwer zu sagen. Wir suchen jetzt gerade erstmal uns immer noch aneinander ein bisschen zu gewöhnen, ja. Natürlich immer noch die Abläufe zu verbessern, das Zusammenspiel, Angriff und Abwehr zu verbessern, da besser zueinander zu finden. Und ja, was dann hinten raus dann rauskommt, da ist ja die Vorbereitung, geht ja noch eine ganze Weile, da hat man noch viel Zeit. Da kommen wir gleich noch zu. Erst einmal kurz 32-37 gegen Melsungen, wenn wir hier ein paar Bilder sehen. Was glaubst du, wie wird es sein, wenn ihr mal gegen eine Mannschaft spielt, die sich vielleicht einen Ticken mehr hinten reinstellt? Ich denke, man hat heute gesehen, dass wir Spieler haben, die da drüber werfen können. Ich denke vor allem Jan Torben, Elas und Lukas Ossenkopf haben heute vor allem, was die Rückraumwürfe angeht, ein sehr gutes Spiel gemacht. Normalerweise ist es auch das etwas, was ich auch gerne mache, von hinten werfen. Ja? Ja. Also defensive Mannschaft, ich glaube, da haben wir einige Spieler im Kader, auch jetzt die da hinten dann dran kommen, wie Stullenkamp oder auch der Lasse Kundnagel, der noch wieder noch gespielt hat. Ich glaube, gegen defensive Mannschaften, glaube das werden sie sich gut überlegen, ob sie das gegen uns machen wollen. Es ist natürlich schon sehr beeindruckend, nicht von eurem temporeichen Spiel heute, sondern auch insgesamt, was hier abgegangen ist beim HSV. Wie intensiv hast du das verfolgt, als du bei Melsungen gespielt hast? Ja, am Anfang noch gar nicht. Da haben wir praktisch in der Hinrunde habe ich ja sogar noch gegen HSV gespielt, also in der ersten Liga ja noch. Bis sie dann Insolvenz angemeldet haben und praktisch nachdem ich dann in Gesprächen war mit dem HSV oder mir das mal angeguckt habe, habe ich natürlich intensiver verfolgt und mich auch praktisch erkundigt, wie das hier alles so läuft und wer da alles hinter steht und wie das überhaupt alles so aussieht. Das ist gerade, glaube ich, ganz schön beispielhaft hier. Ja. Um uns rum wird schon alles gebaut. Es ist noch eine kleine Baustelle, aber dritte Bundesliga. Wie gehst du daran? Was setzt du dir für Ziele für die Saison? Ja, wir wollen natürlich attraktiv spielen. Am besten so spielen, wie wir heute gespielt haben. Ja. Die Leute in Hamburg begeistern, dass die Leute sagen, Mensch, wir gehen gerne zum HSV, zum Handball-Sportverein in Hamburg in die Halle. Dass die Leute dran Spaß haben, ne? Und wenn wir erfolgreich spielen, dann macht es natürlich auch noch mehr Spaß dann. Ne? Das ist doch ein ganz klasse Statement. Ich werde mit Radio Vom auch die Saison begleiten hier mit einer schönen Pressekarte, die ich bekommen habe. Freue mich sehr. Ich glaube, am 10.09. geht es los gegen Magdeburg 2. Ja, vorher gibt es noch ein tolles Testspiel gegen den THW Kiel Ende August, 30.08. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich bedanke mich bei dir. Ja, genieß den Abend und Dankeschön, dann werden wir uns ja die Saison noch sehen. Das war Radio Vom für den Moment. Bleibt sportlich, guckt gerne auf YouTube, auf Facebook und Instagram weiter fleißig und dann steht der Saison nichts mehr im Wege. Danke. Dankeschön. Ciao. Dankeschön, vielen Dank. Super.